Willkommen zum Weekly Reading Nummer 18. Wir haben heute Sonntag, den 21. Mai um 21.34 Uhr und eigentlich wollte ich heute gar nicht mit dem Weekly Reading anfangen, denn ich bin ungeschminkt und fühle mich irgendwie nicht besonders hübsch, aber ich habe ein neues Buch angefangen. Das letzte Weekly Reading habe ich ja mit Rod of Love, verführt von Abby Klin, beendet. Und gestern habe ich nichts gelesen und Freitag habe ich auch nichts gelesen. Und eben gerade habe ich angefangen, Die letzten Tage von Rabbit Hayes. Das ist ja ein trauriges Buch, da geht es um eine Frau, die eine 12-jährige Tochter hat. Und Rabbit Hayes hat eben nur noch 9 Tage zum Leben. Und jetzt geht es halt eben darum, was sie in ihren letzten 9 Tagen so macht und was da passieren wird. Und ich habe nur ein einziges Kapitel gelesen und ich finde es jetzt schon so spannend und interessant. Und es ist auch schon so traurig und ich kann mich einfach in die Mutter von Rabbit Hayes so gut hineinversetzen. Ich freue mich echt schon auf das weitere Buch und bin gespannt, was noch alles passieren wird. Ich werde da jetzt noch ein bisschen drinnen lesen. Also ich bin jetzt auch auf Seite 20 erst. Also wie gesagt, ich habe nur ein Kapitel gelesen, aber ich wollte euch einfach mal mitteilen, dass ich es lese und wie ich jetzt das erste Kapitel fand. Ich schaue gerade, wie viele Seiten das Buch hat. Also das Buch hat so um die 460 Seiten. Das geht eigentlich noch. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich das durchgelesen habe. Aber das werdet ihr ja in diesem Weekly Reading sehen. Und ich hoffe noch, dass ich das im Mai beenden kann, damit ich dann insgesamt 3 Bücher gelesen habe. Damit ich euch was im Lesemonat zeigen kann. Ja. Und falls ihr euch fragt, was das hier für ein Armband ist, ich weiß gar nicht, wie gut man das gerade erkennen kann. Nicht so gut. Aber da ist ein Buchstabe eingraviert. Also so sieht es aus. Es hat so einen Verschluss. Da ist ein Buchstabe eingraviert. Man kann es, glaube ich, so gar nicht sehen. Ja, auf jeden Fall, da ist ein Buchstabe eingraviert und zwar ein A für meinen Pferdagent. Und ich mag das Armband echt gerne. Ich habe das momentan immer an. Und ich denke, ich werde da irgendwann nochmal bestellen und nochmal so einen Anhänger mit einem anderen Buchstaben bestellen, weil ich es echt schön finde. Und ich hätte gerne auch einfach eins mit einem P. Da muss ich nochmal nachfragen, ob das funktioniert. Ich verlinke euch mal die Seite in der Infobox mit dem Armband, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Die haben echt schöne Sachen, also die haben Armbänder unterschiedliche, die haben auch Ketten auch unterschiedliche und diese kleinen Anhänger, also die sind wirklich nicht groß, die sind ganz, ganz klein. Die kann man auch einzeln kaufen. Ja. So viel dazu und dann melde ich mich morgen wieder und erzähle euch, wie weit ich hier gekommen bin und wie es mir gefallen hat. Bis dann. Tschüss. Hallo und willkommen zum zweiten Vlogtag. Wir haben Montag und wir haben schon, ich glaube, 18 Uhr ungefähr. Ja, 17.52 Uhr. Ich bin jetzt schon eine Weile zu Hause. Ich war heute in der Uni, war danach noch beim Pferd was machen und ja, jetzt habe ich ein paar YouTube-Videos geschaut, ein bisschen was gegessen und ich wollte euch kurz berichten, wie ich mit diesem Buch verblieben bin. Also ich habe gestern nicht mehr wirklich viel gelesen. Das werde ich aber gleich machen, noch so wie ich Lust habe, so viel eben, weil ich möchte ja versuchen, dieses Buch noch im Mai fertig gelesen zu haben. Ich kann einfach heute nicht reden, warum auch immer. Auf jeden Fall möchte ich dieses Buch immer fertig gelesen haben. Deswegen möchte ich jeden Tag so ein bisschen was lesen. Jeden Tag so 50 Seiten wäre eigentlich ganz gut. Dann würde ich das, denke ich mal, schon schaffen. Auch wenn ich gerade ein bisschen viel mit der Uni zu tun habe. Aber ich denke, also es sollte machbar sein, dieses Buch fertig zu lesen im Mai. Ja. Da werde ich euch dann einfach wieder die Tage berichten. Entweder melde ich mich später nochmal, aber sehr wahrscheinlich werde ich mich erst morgen wieder melden und euch dann was erzählen davon. Bis dann. Tschüss!
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum dritten Tag, müsste das schon sein. Wir haben Dienstag und wir haben 16 Uhr. Ich habe heute schon ein bisschen Wäsche gemacht, habe schon was für die Uni gearbeitet und wollte euch jetzt ein kleines Update zu diesem Buch hier geben. Ich meine, ich habe da drin jetzt nicht mehr gelesen. Also ich bin überhaupt nicht weit aus Seite 43 bin ich jetzt. Ich meine, da habe ich gestern, nachdem ich das Update gedreht habe, gar nicht mehr weitergelesen. Ja, ich weiß auch noch nicht, wann ich da weiterlesen werde, denn ich habe von Netgalley ein Rezensionsexemplar zu Feel Again von Mona Kasten bekommen. Da habe ich ja hier oben, da ist schon Begin Again von Mona Kasten und Just Again habe ich auch auf dem Kindle gehabt, auch als Rezi-Exemplar von Netgalley. Und ich glaube, da habe ich jetzt gerade mehr Lust drauf und werde das wahrscheinlich jetzt heute Abend anfangen oder gleich anfangen. Das werde ich dann sehen. Denn ich möchte unbedingt wissen, wie es mit Isaac und Sawyer weitergeht. Und dann habe ich auch von Netgalley ein Rezi-Exemplar bekommen, und zwar das Herz des Verräters. Aus der Chroniken der Verbliebenen. Ich meine, also der erste Band ist Der Kuss der Lüge. Und das ist jetzt eben der zweite Band. Und da habe ich auch mega Lust drauf, das zu lesen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch das dann noch diesem Buch vorziehen. Ja, vielleicht komme ich dann im Mai noch dazu, das zu lesen. Denn bei E-Books bin ich meistens schneller mit dem Lesen als bei bei Buchbüchern. Mit Büchern, die man in der Hand hält und nicht, wo man ein Kind, ein Tablet in der Hand hält oder ein Kindle in diesem Fall. Ein E-Reader, so das Wort hat mir gefehlt. Und irgendwie habe ich da gerade mehr Lust drauf als auf das da, weil das schon echt hart ist. Und auch schon, also man kann sich so in die Menschen hineinversetzen. Ich habe gerade noch ein Problem, ich weiß nicht so genau aus welcher sich das immer geschrieben ist. Also da geht es dann immer irgendwie Rabbit steht dann da dick geschrieben und dann geht es irgendwie um sie und dann geht es um Grace, um ihre Schwester und um Davy, um ihren Bruder. Aber ich weiß nie, aus welcher Sicht das genau ist und da muss ich erst nochmal ein bisschen dahinter steigen. Das macht mir nicht so viel Spaß, weil ja, da muss ich mal so viel überlegen und so. Das ist nicht so meins und entschuldigt hier die kleine Pickelparade. Ich weiß nicht, was das momentan ist, aber das geht auch schon wieder weg. Immer diese Brillenrennen, Schatten da unten unter der Brille. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt noch ein Video fertig schauen und dann mal schauen, wie viel Uhr wir dann haben. Und heute Abend gehe ich dann noch ins Fitnesstraining und danach werde ich dann sehr wahrscheinlich mit Feel Again anfangen und das dann lesen. Und euch dann morgen wieder berichten, wie da der Status ist. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Tag. Bis dann. Tschüss! Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogtag. Wir haben heute Donnerstag und kurz nach 15 Uhr. Ich habe heute noch nicht so viel getan. Ich habe heute mal ausgeschlafen, da ich gestern in der Sneak war. Und dort lief im Kino dann mein neues bestes Stück. Französische Komödie ist okay. Man kann es schauen, man muss es aber nicht geguckt haben. So viel dazu. Also ihr könnt euch ja mal vielleicht einen Trailer dazu angucken. Ich kann euch auch einen in der Infobox verlinken. War ganz nett anzusehen. Dann habe ich heute eben ausgeschlafen und war dann noch beim Pferd. Ich bin ein bisschen ungeschminkt und meine Augen sehen teilweise irgendwie ein bisschen dick und ein bisschen geschwollen und rot aus. Wundert euch deswegen nicht. Ich habe Allergie und momentan ist es echt schlimm und es juckt höllisch. Und bevor ich bei gestern im Kino war, habe ich noch ein Buch gelesen, genau. Und zwar habe ich leider gelesen bei den letzten Tagen von Rabbit Hayes. Allerdings waren es irgendwie auch nur 20 Seiten. Also, was waren halt 20 Seiten? Ich bin jetzt schon beim dritten Tag, meine ich. Genau, ich bin jetzt beim dritten Tag. Und ich finde es
immer noch sehr spannend, aber ich habe momentan nicht so ganz große Lust, es zu lesen, da das Thema ja schon irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schwieriger ist. Ja, ist halt kein einfaches Thema, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich werde es auf jeden Fall noch lesen. Ich möchte es auch noch gerne im Mai fertig gelesen haben, denn ich möchte dann jetzt in den Sommer, kann man nicht reden, in den Sommertagen was etwas Leichteres lesen und nicht so was Schweres. Aber ich habe es mir halt für den Mai vorgenommen, deswegen werde ich das hoffentlich auch noch schaffen. Aber das werdet ihr ja im Weekly Reading erfahren und außerdem auch in meinem Lesemonat erfahren. Und da wir heute erst Donnerstag haben, ich bin zwar die ganze Woche über schon irgendwie immer einen Tag weiter, also bei mir ist heute schon Freitag und nicht erst Donnerstag. Das ist, wenn bei mir die Uni mal ausfällt und dann Feiertage dazwischen kommen, dann bin ich halt so oft zu Hause und das bringt mich dann immer ein kleines bisschen durcheinander. Dennoch komme ich trotzdem nicht so viel zum Lesen, da ich abends, also ich nehme mir halt immer vor, so bis um 21 Uhr, 22 Uhr ungefähr, zwischen 21 und 22 Uhr, sagen wir mal halb 10, mache ich halt irgendwas und ab halb 10 widme ich mich dann meistens einem Buch, so bis um 11 kommt auch drauf an, wenn ich früher müde werde, dann höre ich früher auf und gehe dann halt eben schlafen. Aber normalerweise lese ich halt immer so circa eine Stunde ungefähr. Und das schaffe ich, wenn ich das regelmäßig mache, eigentlich schon so ein Buch pro Woche. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie dick das Buch ist und wie viel Lust ich auf das Buch habe. Und demnach sollte ich dieses Buch eigentlich schon schaffen. Ich habe ja noch viele Legenden von Mona Kasten angefangen. Da habe ich auch nicht weitergelesen. Ich bin ja, wie gesagt, noch bei 10, 11% oder sowas. Aber ich denke, da werde ich dann heute Abend wahrscheinlich weiterlesen. Da habe ich momentan mehr Lust drauf. Und weil es halt einfach eben eine lockere Geschichte ist. Es ist halt New Adult und es ist nicht so eine schwere Kost. Und ja, ich muss halt auch immer gucken, momentan. Ich finde, auf Bildschirme zu schauen, strengt meine Augen momentan sehr an. Und ich sehe es gerade im Handy-Display, deswegen schaue ich da auch so hin. Meine Augen schon ein bisschen kleiner irgendwie sind, aber wenn ich mich auch ein bisschen nasal anhöre, tut es mir leid, es ist Heuschnupfen, ich kann dagegen echt nichts machen. Es ist momentan dieses Jahr auch echt hart, also diejenigen, die Heuschnupfen haben, können vielleicht mitfühlen, wie ich mich fühle. Ja, das war's soweit und dann melde ich mich sehr wahrscheinlich morgen wieder, wenn ich nichts anderes zu berichten habe. Bis dann. Tschüss. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben jetzt Samstag um kurz vor halb drei und ich war heute noch nicht wirklich produktiv und motiviert, um ehrlich zu sein, auch nicht. Zum Leseupdate kann ich euch gar nichts geben, denn ich habe gestern und heute noch gar nichts gelesen. Aber ich möchte euch was zeigen. Und zwar, hier oben ist ein Päckchen für mich heute Morgen angekommen. Mit dieser wunderschönen, mit dieser wunderschönen Funke Pop. Das ist Arielle. Ich hole sie euch mal her. Das ist Arielle in ihrem blauen Kleid mit Schleifchen hier hinten. Und ich finde sie echt süß. Also, das ist meine erste Funko Pop. Wird allerdings nicht meine letzte sein. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Jetzt stellen Sie mal wieder hier hinten hin. Ja, habe ich bei EMP bestellt, da man da irgendwie so Zelte auswählen konnte. Und ich, also das habe ich durch Zufall entdeckt. Und ich habe dann das Zelt mit dem 10% Rabattgutschein erwischt. Und dann dachte ich mir, okay, dann bestelle ich was. Und ich habe mich dann im Endeffekt für Ariel entschieden, weil erstens finde ich Ariel richtig cool und zweitens war Ariel der erste Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe. Ja, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, ob das der erste war oder ob das ein anderer war. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht mehr genau, wann die rausgekommen sind. Auf jeden Fall, aber das war mein erster Kinofilm, Ariel. Das weiß ich noch, mit meiner besten Freundin damals.
und ihrer Mutter zusammen. Ja, genau. Und dann, die kommen ja in diesen tollen Dingern und hier hinten sind noch einmal Ursula drauf und einmal Ariel in mit Flosse. Und ich finde Ursula auch richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber ich denke, wenn ich die irgendwann mal finden werde, wird die bei mir auch noch irgendwie einziehen, weil ich finde Ursula, also ich finde, die sieht richtig süß aus. Ich mag ja Ursula eigentlich auch echt gerne, weil irgendwie sie der richtige Kontrast zu Ariel ist. Aber ich finde die auch mega süß. Und die steht jetzt momentan halt bei meinen Disney-Filmen, die hier bis Bambi geht. Ich habe gesehen, Bambi gibt es auch als Funko, allerdings habe ich das nie zum den ihn nie zum Kaufen gesehen, genauso wie Klopfer. Und wenn, dann war es arschteuer und 100 Euro wollte ich dafür ehrlich gesagt nicht aufgeben. Aber ich denke, das Grümelmonster wird bei mir auf jeden Fall noch einziehen. Und dann habe ich hier oben auf der Seite sind meine ganzen Harry Potter Filme. Und da werden dann wahrscheinlich auch noch Harry Potter Figuren dazu einziehen. Ja, so viel dazu. Ich werde euch die Funko einfach beim EMP-Shop in die Infobox setzen. Und ja, habt ihr irgendwelche Funkos und wenn ja, welche? Und wenn noch nicht, wollt ihr euch welche zulegen? Ich habe mich ja die ganze Zeit ehrlich gesagt gewehrt dagegen, aber ich habe sie mir so oft angeschaut und es sind einfach so coole Sachen dabei. Ich wollte mir auch erst Sniffler kaufen, aber ich habe die Fantastischen Tierwesen nicht geschaut, deswegen möchte ich mir erst den Film anschauen und ich habe ja noch da oben, komme ich gerade nicht hin, das Buch dazu liegen. Das möchte ich dann noch lesen, bevor ich mir dann Niffler kaufe. Deswegen habe ich mich für Ariel entschieden. Auf meiner Liste stand noch Dumbledore in seinem lila Gewand, aber dann dachte ich mir, okay, es wird als erstes Ariel und dann schaue ich mal weiter. Ich denke mal, ich werde mir auch, wenn überhaupt, nur eine pro Monat kaufen. Was dann vielleicht irgendwann anders aussieht, wenn ich mein Geld selbst verdiene und nicht mehr auf Taschengeld angewiesen bin. Aber solange das noch nicht so ist, werde ich mir nicht so häufig welche kaufen. Und hier unten seht ihr meine ganzen Sims-Spiele und Playstation-Spiele und sowas. Ich würde ja auch gerne irgendwie Let's Plays zu Sims machen. Allerdings habe ich mich dann auch nicht so genau informiert. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, vielleicht nicht. Das werden wir dann sehen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. So viel dazu. Und ja, ich habe eben noch eine Avell-Bestellung betätigt, denn mein Freund hat dort ein Buch gesehen, was er gerne haben möchte und ich habe ihm noch ein zweites dazu bestellt und dann habe ich mir noch zwei Bücher bestellt, also sind insgesamt 4 Bücher. Wenn das dann nächste Woche ankommt, werde ich euch dazu wieder ein Video abdrehen. Wobei ich denke, als erstes wird der Lesemonat aus dem Mai kommen, da ja am Mittwoch oder so, Dienstag, weiß ich nicht, nächste Woche auf jeden Fall am Mai ja zu Ende ist und dann werde ich das als nächstes online stellen. Und ja, so viel dazu. Mehr habe ich euch gerade nicht zu berichten. Ich werde mich dann wieder melden, wenn es was Neues gibt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum letzten Vlogtag für dieses Weekly Reading. Wir haben jetzt schon gleich 16 Uhr. Ich war tatsächlich schon fleißig. Ich habe schon was für die Uni gemacht. Man sieht da mein Laptop. Da ist gerade ein Wikipedia-Artikel auf, weil ich was nachschauen muss. Ich hatte mir gerade eben eine kurze Pause gegönnt, bevor ich dort gleich weitermache, denn ich muss meinen Businessplan heute fertig machen. Hätte ich früher angefangen, hätte ich heute nicht so einen Stress gehabt. Ja, ich werde wohl nie lernen. Wem geht's noch so? Also ich nehme immer vor, rechtzeitig anzufangen. Ich wollte eigentlich schon Anfang April anfangen. Hab's dann aber erst auf den letzten Drücker angefangen und jetzt bin ich im Stress und muss es morgen abgeben. Ich möchte es aber gerne bis heute Abend fertig haben, da ich morgen nicht mehr unbedingt irgendwas machen möchte. Allerhöchstens das Ding vielleicht noch hochladen auf das Upload-Tool von der Uni. Aber ich möchte es gebunden haben bis morgen und alles soweit fertig haben. Ich habe noch ein kleines bisschen was zu tun. Geschrieben habe ich fast alles. Mir fehlen noch 2 Punkte, wo ich was schreiben muss, aber das
ist nicht mehr großartig viel. Ich glaube, der meiste Zeitaufwand geht jetzt dann noch auf die Zahlenblende, die ich jetzt gleich machen muss, möchte, will, sollte, wie auch immer. Dafür wollte ich euch aber noch ein kleines Update drehen zu meinem Lesestatus. Und zwar habe ich gestern nicht bei Die letzten Tage von Rabbit Hayes weitergelesen, sondern bei Feel Again von Mona Kasten. Da habe ich jetzt ca. 42% gelesen, also fast die Hälfte, und das gefällt mir immer noch sehr gut. Und ich finde Sawyer und Isaac immer noch richtig cool, weil die halt so gegensätzlich sind, ja? Also, ja, ich weiß nicht, wer diese Bücher kennt, diese Reihe kennt. Was machen meine Haare hier eigentlich? Ja, die sehen ein bisschen zerstört aus. Ich muss heute noch duschen gehen, aber das mache ich heute Abend dann, weil es momentan sehr warm ist. Ja, wie gesagt, ich habe viele gern gelesen, bin da jetzt bin bei 42% circa und finde es immer noch sehr gut. Und ich möchte heute Abend da gerne weiterlesen, da ich das gerne jetzt noch im Mai beenden möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde. Denn wenn ich das fertig habe, möchte ich erst Die letzten Tage von Rabbit Hayes fertig lesen. Ich mag es nämlich eigentlich gar nicht so gerne, mehrere Bücher angefangen zu haben. Wobei mich das bei unterschiedlichen Genres jetzt nicht so sehr stört. Und wenn ich zwei Bücher anfange oder mehrere Bücher anfange, sind das meistens auch unterschiedliche Genres und sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Von daher geht es dann eigentlich, da komme ich auch nicht durcheinander. Da wundert sich vor allem mein Freund immer, wie ich das schaffe, mehrere Bücher anzufangen und nicht durcheinander zu kommen. Ja, das ist das Geheimnis. Es sind immer unterschiedliche Genres und sehr unterschiedliche Geschichten. Ja, so viel dazu. Mehr habe ich gar nicht zu berichten. Ich werde dieses Video heute Abend auch noch irgendwann schneiden, wenn ich dann mal Zeit dazu habe, und dann auch hochladen, damit ihr das dann morgen seht, beziehungsweise jetzt fast zu Ende gesehen habt, und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Weekly Reading mit euch und freue mich, wenn ihr fleißig kommentiert und vielleicht noch Kritikpunkte, Verbesserungswünsche, Videowünsche sind auch sehr gerne gesehen. Ich werde nächste Woche sehr wahrscheinlich noch ein Well-Unpacking drehen. Ob ich es hochlade, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, welches Video nächste Woche Donnerstag online kommen wird. Wie gesagt, Videowünsche könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich darauf eingehen und es kommt Content online, den ihr gerne sehen möchtet. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!